Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge. Huch, mein Kuli klimmt. Zu einer neuen Folge, mein Kuli klimmt. Nein, zu einer neuen Folge Classic Kurin ist hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist der Tag der Tage. Heute lernt Helmonius endlich von einem der Magier, wie er Käse herstellt. Komm, nehme ich auf, kommt die Katze. Es ist wie eh und je. Es hat sich nicht viel verändert. Beginnt damit, den Kessel zu erhitzen. Er soll eine Fingerkuppe tiefes Wasser beinhalten. Deutet zum Kessel vor dem Hocker. Dort hinein? Fragezeichen. Beginnt damit, den Kessel zu erhitzen. Er soll eine Fingerkuppe tiefes Wasser beinhalten. Fingerkuppe? Okay, das ist nicht viel. Habe ich Steine? Ja. Wenn ihr den Stampfbottich verbrannt, verkohlt oder brüchig haben wollt, bitte. Ich dachte eher an einen wie im Haus. Habe sogar Wasser aufgesetzt. Heute Morgen. Bevor ich ging. Moment. Huch. Wieder im falschen Gang drinne. Gang Standard. Fix me. Ach, Mimi, was ist denn los? Slash me. Schließ die Tür auf. Es sind auch einige Löhne am Feld. Muss hier noch PMD machen. So. Nehmen wir uns hier unseren Eimer. Slash me nimmt seinen Eimer aus der Ecke und geht zum Herd. Ich fass es nicht. Die Drecksau! Geht zum Kessel. Katze, was ist denn? Geht das hier auch? Nee, geht nicht. Den Eimer Wasser und geht hinaus. Oder auch nicht. Wenn Samora noch was im Mund. Wenn der Kessel heiß ist und das Wasser beginnt zu verdampfen, füllt ihr. Ich dachte eigentlich, dass das da draußen in dem Bottich gemacht werden muss. Geht erneut zum Kessel und füllt den Eimer randvoll. Nachdem er die Kerze abgestellt hat und kippt es
dort hinein. Ach so, ich muss die Milch erst kochen, natürlich. Slash me. Leert so den Kessel, bis nur noch ein kleines bisschen Wasser darin ist. So. Slash me blickt anschließend in den Kochkessel. Und schaut, ob das wenige Wasser unter der Hitze zu verdampfen beginnt. Was machst du denn hier, Katze? Also ihr müsst wissen, es ist schon spät nachts, ihr seht es ja hier unten. Ist eigentlich schon lange die Zeit, dass ich im Bett bin. Jetzt ist die Katze natürlich ein bisschen irritiert, dass ich hier immer noch sitze. So. Nein, du gehst jetzt nicht auf den Tisch. Bleib bitte hier. So. Slash me. Nickt mehrfach. Gut. Nun mit mich auffüllen. Sagtet ihr. Richtig? Fragezeichen. Ihr werdet die Milch recht kurz wie möglich stark erhitzen. Das ist dann der Sinn dahinter. Saubere Milch, alles klar. So. Slash me. Geht zum Schrank. Und entnimmt jenem einige Milchflaschen. So, das Wasser kocht. Da muss jetzt die Milch rein. Huch. Slash me entkorkt die Flaschen und gießt die Milch vor. Huch. Sichtig in den Kessel. Eine Tropfen vielleicht. Tropfen. Ah, Tropfen ist gut. So. Ihr werdet nun die Milch möglichst kurz und stark erhitzen. Dabei entsteht eine saubere Milch. So ist es möglich, etwas ältere Milch zu verwenden. Und nickt eifrig. In Ordnung. Solange die Milch heiß wird, hole ich geschwind ein Fass. Man erleidet keine Vergiftung, wobei der Geschmack sich verschlechtert. Also ist frische Milch immer am besten. Logisch irgendwie. Schmunzelt leicht. Also was habe ich
hier gefunden. Ach, ich nehme das hier. Slash me. Nimmt das Fass zur Hand und öffnet es. Er sieht hinein, ob es leer ist und nickt anschließend. Er verschließt es wieder und rollt es zum Kessel. Slash me stellt das Fass aufrecht hin und den Deckel ab. Slash me. Schöpft die schäumende Milch in das, die beinahe übergekocht wäre, in das Fass hinein. Wir gehen jetzt mal hier wieder in die Anni rein, rühren das hier ein bisschen um. Kurzen Schluck trinken. Nanu, dachte ich gar nicht. Ist das immer so, wenn man sie kocht? Vorsichtig die Milch in das leere Fass. Setzen wir mal hier ein bisschen. Ich habe natürlich kein Fass, ich habe hier nur eine Kiste, ne? Ja. Beobachte das Treiben, fummelt im rechten Zeigefingernagel unter den anderen Nägel. Schnippt den Dreck weg. Es ist so eine Potsau, ey. Kauf, Leute, guckt mal die Ecke hier. Da ist ein Haufen von Unkraut, vergesst die Stelle nicht. Korf ist neuer Altknecht am Hof. Es ist wie Wasser, nur dickflüssiger. Ja, natürlich. Das Milch fasst dann raus. Slash me nickt und legt den Deckel auf das Fass. Ja. Geht leicht in die Hocke und hebt das halbvolle Fass Milch an. Na, komm, marschieren sollte gehen. So. Ja, wir haben jetzt schon lange nach diesem Perk gesucht, dass man aus der Milch der Schafe dann auch Käse machen können. Hier ist, das ist jetzt mittlerweile schon Mareks Truppe.
Helmond. Die Milch in dem Bottich, slash me, sieht zu Salmora und nickt. Er geht zum Fass, öffnet den Deckel. Riecht nach gekochter Schafmilch. Für kippt es fast leicht an den Bottich und hebt es am Ende vorsichtig an, sodass die Milch in den Bottich, schreibt man da läuft? Ich schreibe einfach mal läuft. Gibt keine Ahnung wie ein SKO Gerb 1, dass man sich so nach vorne beugt. Ich mach jetzt einfach mal hier diesen hier. Slash me. Neigt das Fass immer weiter in Richtung Bottich, um es zu leeren. Letzten Tropfen hineingießt. Gut. Die Milch ist jetzt in dem Bottich und wahrscheinlich muss das dann Helmonius sieht zu Salmora. Also wenn ihr jetzt hier zwischendrin immer mal so einen Hardcut habt, dann liegt das daran, dass ich was rausschneiden musste, weil wie gesagt, ich bin, ihr seht es hier, ich bin Supporter und da muss ich natürlich auch ab und zu mal, weil ich auch im Moment der einzige Supporter auf dem Server bin, das macht aber auch nichts, da muss ich halt zwischendurch mal kurz weg und das seht ihr nicht, das schneide ich raus, das muss ich auch rausschneiden, das ist auch richtig so und deshalb habt ihr da hier manchmal so einen Hardcut drin und der Chat ist leer, aber das ist jetzt glaube ich nicht so schlimm. So, also, wir haben jetzt die Milch hier reingefüllt. Dann nehmt, holt euch ein Sieb. Ich hatte eines am Hof zurückgelassen, als ich die Verwaltung abtrat. Wo ist es? Es ist lange her. Ein rundes Sieb. Slash me nickt. Dann weiß ich, wo es sich befindet. Slash me spurtet ins Haus. Slash me öffnet den Schrank. Poltern ist aus dem Haus zu finden. Ah, jetzt bin ich mit meinem Fuß an den Computer gekommen. Ah, das war der kleine Zeh und ich habe keine Socken an. Oh Gott. Oh, das tut weh. Slash me nimmt das Sieb heraus. Ergreift auch sogleich nach der runden Form. Slash me schmeißt die Schranktüren zu und rennt beidem hinaus. Slash me legt die runde Form auf dem Hocker
ab und hält nur noch das Sieb in der Hand. Er sieht zu Solmora. So, die Folge wird natürlich auch etwas länger. Macht aber auch nichts. Vielleicht mal gucken, wie lang sie insgesamt geht. Vielleicht mache ich einen Cut dazwischen. Kann auch sein. Ist gut möglich. Werden wir sehen. Werde ich sehen. Ihr werdet das natürlich auch sehen. Wenn mittendrin Cut kommt, dann wisst ihr Bescheid. Entschuldigung. Ich fand's witzig. So, ja, also diese X-Emote, also dieses Lilane, was ihr da seht, das kann man auch als Spielleiter machen. Das ist so ein bisschen für die Atmosphäre drumrum. Kann man halt eben, also ich habe da als Spielleiter zum Beispiel emotet, wenn Beispiel, es hat jemand getrunken und hat den Schaf irgendeinen Namen gegeben, hat es gestreichelt, dann habe ich emotet, wie das Schaf darauf reagiert, zum Beispiel. Derjenige hat gewürfelt und ich habe halt emotet, wie das Schaf auf diese Streichleinheiten und reagiert. War ganz witzig und dafür ist das gedacht, so atmosphärische Emotes zu schaffen, Atmosphäre allgemein zu schaffen, dass der Gegenüber im RP darauf eingehen kann. Solmora reicht einen Beutel, welchen er in der rechten Hand hält. Pulverisierter Feldknütterich. Der Knäuel ist bekannt zum Binden. Ah! Das bindet. Schaut in den Beutel hinein. /GM. Schwarze Wolken ziehen am Himmel auf. Schafe oder wenn ich schreibe. So, aber zuerst rührt ihr die Milch, bis sie Zimmertemperatur erreicht. Das Sieb und das Pulver kommt später. / benickt und wendet sich dem Bottich zu. Er sieht knapp in den Himmel und verzieht sein Gesicht.